Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Bevor ich dieses Gameplay starte, muss ich noch was zu diesem Gameplay sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein gut erspieltes Herrschaftsgameplay gesehen wie dieses Gameplay. Der edle Gameplay-Spender ist natürlich auch in diesem Video beschrieben. Und zwar werde ich ihn auch erwähnen, hat er auch drum gebeten. Und zwar heißt der Hundepiep. Hundepiep! Das ist der Erspieler dieses Herrschaftsgameplay. Und Leute, ich war in der Lobby, bin reingegangen und er hat einen nach dem anderen abgeknallt. Und ich bin natürlich leidenschaftlicher Zocker. Ich denke natürlich sofort, er hat gehackt, aber er hat überhaupt nicht gehackt. Das ist auch immer so ein Vorteil, ne? Andere Spieler spielen gut und da heißt gleich, er hat gehackt. Aber er hat überhaupt nicht gehackt. Ich habe ihn natürlich gleich angeschrieben, hey, darf ich dein Gameplay verwenden? Er so, ja klar, erwähne mich und so. Und heute habe ich natürlich aber auch nochmal ein Gameplay vorbereitet, besser gesagt ein Commentary über den bösen Alkohol, genau. Alkohol, den kennen wir alle, den lieben wir alle, ob jetzt Wodka oder Wodka Bull oder Cola Weizen oder den Hugo, wir haben ihn alle schon getrunken, das muss keiner verschweigen. Er ist aber leider eine sehr gefährliche Sache. Besonders, wenn es um sogenannte Alkoholiker geht. Ich habe auch in meiner Ausbildung erlebt, dass es Leute gab, die alkoholkrank waren. Ne, wir hatten da so einen Serben, der war sehr stark alkoholkrank und er hat immer unseren ganzen Alkoholbestand sozusagen leer gesoffen. Gell? So, da war eines Tages mal Silvester. Da kam dieser Alkoholiker zu mir und sagte, hey, trink jetzt mal ein Bier auf Silvester. Da habe ich gesagt, okay. Da hat er mir noch ein Bier gegeben und noch ein Bier und noch ein Bier. Und ich war dann so rotzevoll. Der hat mich abgefüllt wie ein Eimer, Leute. Ich konnte nicht mehr, Leute. Ich muss nur noch kotzen auch. Yeah. Ich wollte gar nicht mehr leben. Mama mia. Aber Alkohol, das ist wirklich der Fall. Es macht wirklich lockerer. Man redet so viel. Bei mir, ich wollte ja mal einen Fernseher aus dem Fenster schmeißen, weil ich so viel getrunken habe. Ja, ich wollte einfach den Fernseher nehmen und aus meinem Zimmer schmeißen, aus meinem Internat, war nämlich damals im Internat, habe eine Ausbildung als Koch gemacht und die Leute mussten mich zurückhalten. Bei mir ist Alkohol wirklich eine ganz gefährliche Situation, weil ich dann einfach, ja, nackt irgendwo rumlaufe, Leute. Das ist jetzt kein Spaß, was ich erzähle, sondern wenn ich Alkohol trinke oder mehr Alkohol trinke, dann laufe ich wirklich nackt jetzt durch die Stadt oder durch das Dorf oder keine Ahnung, bumst den Esel in den Arsch. Was weiß ich. Sowas halt. Ihr wisst halt. Solche normalen Sachen halt. Okay, das ist nicht normal. So. Ja. Alkohol. Das gibt immer so einen fetten Kater. Und ich habe immer so die Überlegung gemacht. Hey, was hilft da eigentlich gegen so einen scheiß Kater? Ich habe die beste Erfahrung gemacht mit Aspirin. Dieses Zeug hilft wirklich. Wenn du einen fetten Kater hast, nimm ein Glas Wasser, schmeiß das Aspirin rein, schluck das Zeug und der Kater ist nach 2 bis 3 Stunden weg. Und dann ist wieder alles gut. Ja. So, habt ihr eigentlich so eine Lieblingsmischung von Alkoholikern? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr seid auch alle ab 18. Na klar, liebes YouTube, gell? Nicht, dass ihr hier das noch sperrt, wie bei Ahorn Enters Video. Der hat nämlich ein Rest in Peace gemacht und das Video ist jetzt ab 18, weil er geraucht hat in einem Video. Mein Gott, in Call of Duty Black Ops 2 werden Leute hingerichtet. Und jetzt regen wir uns auf wegen Ahorn Angel, dass dieses Video jetzt nicht mehr verfügbar ist, nur noch für 18-Jährige. So ein Quatsch. Mann, YouTube, da müsst ihr echt mal ein bisschen kulant sein und sagen, hey, gut, der Typ raucht halt, aber ist doch nicht schlimm. Auf YouTube habe ich schon Videos gesehen, wie Leute hingerichtet wurden. Oder wie eine Frau zum Beispiel irgendwo hingepisst hat. Das ist was Schlimmes. Das gehört doch zensiert, Digga. Aber nicht sowas. So, jetzt kommen wir mal auf meinen edlen Gameplay-Spender. Der ist wirklich edel. Und der liegt jetzt schon bei 47 Kills und bei einem Tode. Und da kannst du nicht sagen, dass er campt oder so. Das sieht jetzt nur so aus. Ich finde einfach, er hat ein gutes Gameplay erspielt. Und wegen dem muss er einfach mal hier hingehen. Ja, hier auf meinem Kanal. Wenn du auch ein Gameplay hast, was cool ist, dann kannst du mir gerne schreiben. So. Boah, Leute, draußen ist es warm. Wirklich warm. Ich kann nachts gar nicht mehr schlafen, Leute.
Ich versuche immer hier, ne, was mache ich nachts immer? Das Problem, wenn ich jetzt nachts zocke, erwärmt sich mein scheiß Billigfernseher. Und das kannst du dann voll vergessen. Oh, Leute, 94 zu 72, Spielbonus 1525 EP. Stopp, wo drücke ich Stopp? Hier, Stopp. Und das war das Gameplay. Und zwar nur die erste Hälfte leider. Er hat ein richtig cooles Gameplay erzählt. Muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Hundepiep, herzlichen Glückwunsch für dieses Gameplay, für 51 Abschlachtung. In der zweiten Hälfte macht er dann über 80 Kills, also ist echt eine geile Socke, muss man ganz ehrlich schreiben, ehrlich sagen. Also gerne könnt ihr ihm gratulieren für dieses Gameplay, schreibt ihm einfach mal, hey, super Gameplay, das würde mich persönlich auch freuen, wenn ihr euch bei diesem Gameplay-Spender bedankt. Somit sage ich ciao Leute, haut rein und Hundepiep, bis